Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. No way this is home. Bereits in wenigen Tagen erscheint mit Mass Effect Andromeda eines der wohl ambitioniertesten Projekte aus dem Hause BioWare. Eine große Galaxie liegt zum Erkunden vor uns. Das Universum befindet sich in Gefahr und wir sind mittendrin. Diesmal jedoch nicht als Commander Shepard. Das unbeliebte, festgefahrene Klassensystem verabschiedet sich und stattdessen können wir unsere Fertigkeiten noch im Spiel verteilen. Und dazu gibt es noch jede Menge Planeten zu erkunden. Was wir bisher alles zum Spiel wissen und was wir vor allen Dingen vom großen Blockbuster erwarten können, fasse ich euch hier nochmal ganz kurz zusammen im Release-Check zu Mass Effect Andromeda. Die Handlung spielt hunderte Jahre nach der ursprünglichen Mass Effect Trilogie in der Andromeda-Galaxie. Wie bereits erwähnt, schlüpfen wir dieses Mal nicht in die Rolle von Commander Shepard, sondern können uns zu Anfang des Spiels entscheiden, ob wir dabei einen männlichen oder weiblichen Charakter spielen wollen. Hierbei handelt es sich um das Geschwisterduo Sarah und Scott Ryder. Aber keine Angst, ihre Vornamen lassen sich ändern und selbstverständlich kommt das Spiel wieder mit einem umfangreichen Charaktereditor daher. Beide sind jedoch noch keine Helden, wie Shepard zum Beispiel war, und haben jeweils eine andere Startsituation. Sowohl Sarah als auch Scott sind Kinder eines Pathfinders, auf der Citadel geboren und traten dem Allianzmilitär bei. Scott befindet sich jedoch an einem Außenposten, der das Relay im galaktischen Arctus-System überwacht, und Sarah ist eine Forscherin in einem Team, welches die sogenannten Proteaner erforscht. Je nachdem, wem von beiden ihr spielt, kann das Spiel also ein klein wenig unterschiedlich beginnen. Ich sagte ja bereits, dass beide nicht als Standardhelden starten. Die beiden werden jedoch im Laufe der Handlung zu sogenannten Pathfindern. Das sind Einheiten, die die Galaxie nach Planeten durchsuchen, so wie wir mit unserem Raumschiff der Tempest, um so das Überleben der Menschheit zu sichern und eine neue Heimat zu finden. Denn wer es nicht weiß, um die Menschheit steht es wohl nicht allzu gut. So erkunden wir die verschiedenen Planeten im Spiel, scannen Objekte und schreiten so Schritt für Schritt in der Story voran. Wie immer spielen verschiedene Charaktere und unsere Beziehungen und Entscheidungen ihnen gegenüber eine große Rolle. Und ja, auch Beziehungen bzw. Flirts sind wieder möglich, während wir die Crew auf unserem Schiff kennenlernen. Interessant ist übrigens auch, dass egal für wen von beiden der Geschwister wir uns entscheiden, der jeweils andere in der Spielwelt trotzdem existiert und seiner eigenen Geschichte folgt. Dadurch könnte eine durchaus interessante Dynamik entstehen. Neu ist dabei, dass wir keine vorgegebene Klasse haben, sondern unsere Fertigkeiten im Spiel mit Talenten immer wieder so anpassen können, wie wir es gerne hätten. Und dann kann die Erkundung auch schon losgehen. Dabei sind uns natürlich nicht immer alle friedlich gesinnt und wir müssen selbstverständlich den ein oder anderen Kampf austragen. Hierzu gibt es zahlreiche Waffen und Fähigkeiten, die wir einsetzen können, und sogar Anpassungen und Upgrades der Ausrüstungen sollen möglich sein, sodass wir zum Beispiel auch Gegenstände suchen, craften und Items daraus bzw. Waffen bauen können. Tatsächlich hat sich aber relativ viel getan, was das Spiel angeht. Das Gameplay soll ein klein wenig schneller und noch moderner sein, wie man zahlreichen Gameplay-Videos zum Spiel entnehmen kann. Gleiches gilt dabei für den Look, der meiner Meinung nach stark vom bisherigen Titel in der Serie abweicht und eher an Halo 5 oder Destiny erinnert. Hier traut man sich also schon mal einiges zu. Und es muss sich ganz einfach zeigen, wie die Fans die Neuerung letztendlich aufnehmen.
Die Spielwelt an sich fällt diesmal um einiges größer aus. In einer Open World erkunden wir dabei die Galaxie bzw. die verschiedenen Planeten, die wir im Laufe des Spiels entdecken. Diese sind allesamt offen und frei erkundbar und auch Nebenmissionen mit interessanten Charakteren sollen nicht zu kurz kommen. Nebenbei dann noch einige zufällige Events, in denen Leute zum Beispiel unsere Hilfe brauchen und zack, da ist sie, die wunderbar interaktive Welt vom neuen Mass Effect. Bleibt zu hoffen, dass diese Nebenaktivitäten genug Stoff bieten, nicht repetitiv sind und langweilig nach dem Motto, ja geh mal dahin und hol mir Gegenstand XY. Und die verschiedenen Welten müssen auch abwechslungsreich genug sein, also nicht nur die Charaktere, sondern auch die Welt an sich und uns ganz einfach zum Erkunden einladen und dafür belohnen. Na gut, einen Vorteil haben wir dabei zumindest schon mal, den Nomad. Mit dem geht's so richtig ab und wir müssen nicht jedes Mal zu Fuß laufen. Der ist dann auch ganz einfach upgradebar. Man kann den mit verschiedenen Fähigkeiten danach ausrüsten und dann geht's voll in die Welt rein. Ja, auch wenn man bei dieser schönen Umgebung und der guten Grafik das durchaus tun könnte, dass man hier zu Fuß läuft. Denn auf der PS4 Pro und dem PC unterstützt Mass Effect eine 4K-Auflösung und auf der Xbox One S, der PS4 Pro und dem PC sogar HDR. Was sind also die Erwartungen, die wir an dieses Spiel haben können? Nun, ich hoffe sehr, dass Mass Effect Andromeda mit seinen Charakteren, deren Beziehungen zueinander und der Story beeindruckt. Die bisherigen Trailer lassen da zumindest darauf hoffen. Des Weiteren müssen die Nebenquests genügend Abwechslung bieten. Und BioWare hat mit Dragon Age Inquisition leider schon gezeigt, wie es nicht geht. Denn dort hatten wir Aufgaben, die einen MMO gleichen. Und das Interesse an der Welt haben schrumpfen lassen. Hier sehe ich also tatsächlich eine Gefahr. Ich meine, Open World ist toll, da macht es aber bitte nicht nur, weil offene Spielwelt sich super anhört, sondern gebt uns tatsächlich eine Welt, die es dann auch wert ist, erkundet zu werden. Setzt BioWare dies jedoch um, bin ich mir sicher, dass wir hier ein gutes Spiel erwarten können. Auch wenn ich mir zugleich sicher bin, dass hier aufgrund des frischen Winds, den es mit dem Gameplay und dem Look in die Serie bringt, einige Diskussion unter Fans der Serie auslösen wird. Ich persönlich begrüße diesen Schritt jedoch und gebe BioWare dafür schon mal den Pluspunkt, denn als eingefahrene Spieleserien haben wir zu Genüge und Breath of the Wild hat zuletzt gezeigt, wie gut das so einem Spiel tun kann. Wer mehr zu Mass Effect Andromeda wissen möchte, sollte morgen mal meinen Kanal im Auge behalten. Gegen Mittag oder Nachmittag wird es dann nämlich einen Livestream geben, in dem ich euch bereits erstes Gameplay aus der Xbox One S Version oder Xbox One Version des Spiels zeigen kann. Und bevor ich es noch vergesse, ja, natürlich hat das Spiel auch einen Multiplayer-Modus, in dem ihr zum Beispiel zusammen mit euren Freunden, ja, Gegner einfach mal lustig auseinandernehmen könnt. Aber, ja, ist halt ein Multiplayer-Modus, ne? Was soll ich? Das Spiel wird nicht anders, bloß weil es ein Multiplayer ist. Wir sehen uns im nächsten Video.